Studienreihe 1700 Jahre Sonntagsgesetz. 1700 Jahre auf dem richtigen Weg? Zum Jubiläum grüßen die Slogans Mein Sonntag ist mir heilig, Rüttelt nicht am Ruhetag, Aufruf zum freien Sonntag, Gott sei Dank, es ist Sonntag. Sagte nicht Gott selbst, welcher Tag ihm heilig sei? Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 1. Mose 2, Vers 3. Die Allianz für den freien Sonntag gestaltete ihr Jubiläums-Online-Programm 1700 Jahre freier Sonntag unter anderem mit diesen Themen. Endlich frei, Lob des Sonntags von Professor Dr. Heribert Prantl, ehemaligem Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Unser gutes Recht, wie wir den freien Sonntag juristisch verteidigen, von Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, Fachanwalt für Arbeitsrecht und den Ruhetag bewahren, auch in der Krise, gestaltet von Stefanie Nutzenberger, Mitglied im Bundesvorstand Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Stefan Eirich, Bundespräses der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands und Gudrun Nolte, Vorsitzende des Evangelischen Verbandes Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm, spricht in seiner Videobotschaft auf obiger Webseite vom Grund der Sonntagsfeier. Er bezieht sich auf die Auferstehung Jesu. Darüber hinaus wirft er das Schlaglicht auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sonntags. Er sagt, wir brauchen einen Tag in der Woche, an dem die Arbeit ruht. So spricht Bedford Strohm und das sei der Sonntag. Wie lautete doch das Gebot Gottes? 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. 2. Mose 20, 9 und 10. Stehen die Sabbathalter wirklich als überholt und sogar unchristlich da? Nach so vielen Jahrhunderten verschwimmen in so manchen Köpfen die Grenzen zwischen Gottes Geboten und politischen Gesetzen. Fachleute rätseln darüber, wie sich das heutige Lehrgebäude mit der Sonntagsheiligung der Großkirchen und der meisten anderen christlichen Gemeinschaften entwickelte. Von der aktuellen Glaubenspraxis ausgehend werden Spuren gesucht, die den Beweis erbringen sollen, dass schon die Glaubensvorfahren so lebten. Unter dem faktischen Motto Sonntagsbeweise im Neuen Testament erfahren Bibelworte und die Aufzeichnungen über die Urgemeinde eine entsprechende Deutung. Nicht selten wird weit über die Sachlichkeit hinausgegangen. Greift hier Christian Morgensterns Strophe, weil so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf? Mit dem Banner Sabbat in der Hand wird biblisch klar belegt, dass es nur einen von Gott eingesetzten Ruhetag gibt. Der Sabbat, der letzte Wochentag, der heutige Samstag. Die heute lebenden Gläubigen müssen sich wie ihre Vorfahren entscheiden, Sabbat oder Sonntag. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Hatten viele Christen ein falsches Verständnis vom Sabbat? Werden Argumente und frühchristliche Textzeugen analysiert, fällt eines auf. Einige Christen wollten anders sein als die Juden und suchten nach sichtbaren Zeichen ihrer Freude in Christus. Dabei wurde übersehen, wie christlich, also wie sehr auf den Messias ausgerichtet das Judentum eigentlich ist. Das alttestamentliche Opfersystem ist nichts anderes als Christussymbolik und deshalb auch Erlösungspraxis. Nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, bestand kein Grund mehr zur Opferung.
Doch wie lässt sich das biblisch korrekte Aufgeben jüdischer Symbolhandlungen mit der Abkehr vom Sabbatgebot erklären? Gar nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Anordnungen Gottes. Der Sabbat ist kein Symbol, das auf dieser Erde abgelöst wird. Wäre hier ein wichtiges Element der Glaubenspraxis zu ändern, stünde es dann nicht in Gottes Wort? Hätte Jesus nicht davon gesprochen, künftig statt des göttlichen Ruhetags den ersten Wochentag mit seinen Aktivitäten in den Vordergrund zu rücken? Als Jesus nach den Zeichen seines Kommens gefragt wurde, antwortete er unter anderem: Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Matthäus 24,20. Hier wäre die Gelegenheit gewesen, auf eine Sonntagsruhe hinzuweisen, wenn es sie hätte geben sollen. Mit Auferstehung, Geistausgießung und Spendensammlung wird der Sonntag begründet. Finden wir hier nicht eher das Gegenteil von Ruhe? Zumindest begründet dies nicht, Gottes bei der Schöpfung eingesetzten Tag künftig als gewöhnlichen Wochentag herabzustufen. Jesus hielt noch nach seinem Tod den Sabbat. Er ruhte im Grab. Im Wunsch, sich vom Judentum zu distanzieren, geriet vieles auf den Prüfstand, das mit einem freudigen Christsein schwer zu vereinbaren war. In den ersten Jahrhunderten war der wahre Sabbat von allen Christen gehalten worden. Sie waren eifrig auf die Ehre Gottes bedacht. Und da sie glaubten, dass sein Gesetz unveränderlich sei, bewahrten sie aufmerksam die Heiligkeit seiner Vorschriften. Aber Satan wirkte sehr schlau durch seine Werkzeuge, um sein Ziel zu erreichen. Um die Aufmerksamkeit des Volkes auf den Sonntag zu lenken, wurde dieser Tag zu einem Festtag zu Ehren der Auferstehung Christi erklärt und an diesem Tag Gottesdienst gehalten. Trotzdem betrachtete man ihn nur als einen Tag der Erholung, während der Sabbat weiterhin heilig gehalten wurde. Damit der Weg für das von Satan beabsichtigte Werk vorbereitet würde, hatte er die Juden vor der Ankunft Christi dazu verleitet, den Sabbat mit übermäßig strengen Anforderungen zu belasten, sodass seine Feier zur Last wurde. Jetzt nutzte er das falsche Licht, das den Sabbat als jüdische Einrichtung erscheinen ließ, um auf diesen Tag Verachtung zu häufen. Während die Christen allgemein den Sonntag als Freudentag betrachteten, veranlasste Satan sie, den Sabbat anstatt zu einem Festtag, zu einem Tag des Fastens, der Trauer und der Dunkelheit zu gestalten, um ihren Hass gegen alles Jüdische zu zeigen. Aus Egeweit, der große Konflikt, Seite 42. Wäre der Sabbat von den Christen als wahrer Freudentag verstanden und ausgelebt worden, der er von der Schöpfung her sein sollte, hätte es keine Sehnsucht nach einer Alternative gegeben. Wir lesen in Jesaja 58, 13 und 14 aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag Jahwes, wenn du ihn ehrst und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte betreibst und viele Worte machst, dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein. Er wird dich über die Höhen des Landes führen und lässt dich genießen das Erbe deines Stammvaters Jakob. Ja, das hat Jahwe gesagt. Gemäß dem Prinzip von Ursache und Wirkung heißt das, wenn der Sabbat nicht freudig begangen und erlebt wird, versiegt die Freude aus der göttlichen Quelle. Die Freude über Jesu Auferstehung findet nicht nur Raum im Sabbathalten, sondern ist untrennbar mit dem Sabbat verbunden. Als Gedächtnistag der Schöpfung verkörpert der Sabbat auch die Neuschöpfung in Christus. Stattdessen öffneten viele sich eine Argumentation, die christlich verpackt, doch biblisch nicht fundiert war und ist, bis zu diesem Augenblick. Viele Bücher über Kirchengeschichte erwecken den Eindruck, als wäre das Sonntagsgebot Konstantins überfällig gewesen und als hätten die Christen nur darauf gewartet. Doch wie viele werden, auch nachdem das Glaubensleben langsam versonntaglicht wurde, am Sabbat der Bibel festgehalten haben?
Sie bekamen ernste Probleme. Die ersten Christen zwischen Verfolgung und Anpassung. Die zunehmende Sonntagsbetonung als christlich und gleichzeitige Deklarierung des Sabbats als jüdisch könnte schleichend ein Umdenken in den Köpfen vieler Nachfolger bewirkt haben. Als Beispiel sei hier Hippolyt genannt. Nach seiner Schrift Traditio Apostolica, entstanden zwischen 210 und 235, wohl um 215, fand sonntags die Bischofsweihe statt. Das Abendmahl sollte am Sabbat und am Sonntag ausgeteilt werden. Spuren einer doppelten Feier von Samstag und Sonntag findet man auch in den apostolischen Konstitutionen, einer in Syrien um 380 zusammengestellten Sammlung von teils älteren kirchenrechtlichen Texten. Dort heißt es: Feiert den Sabbat und den Herrentag. Das eine ist eine Erinnerung an die Schöpfung, das andere an die Auferstehung. In 7,23,4 wird hinzugefügt, dass man an einem Sabbat im Jahr angemessenerweise nicht feiern, sondern fasten soll, am Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe Jesu. In 8,33,2 wird schließlich für die Arbeiter eine 5-Tage-Woche gefordert. Die Knechte sollen 5 Tage arbeiten, am Sabbat aber und am Herrentag, aber sollen sie in der Kirche ihre Zeit der Lehre der Frömmigkeit widmen. Die Fragen, die sich damals wie heute die Christen stellen sollten, lauten: Was fordert Gott? Was sagt Jesus? Was schreibt die Bibel? Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Textfunde aus den nachbiblischen Schriften belegen einen anderen Denkansatz, um das Glaubensgebäude zu manifestieren. Die frühchristliche Kirchenordnung von ca. 65 nach Christus legt fest: An jedem Herrentage, wenn ihr zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Verfehlungen bekannt habt, damit eure Opfer rein sei. Papst Benedikt XVI. Begründet die Sonntagsfeier so: Wenn man bedenkt, mit welchem Gewicht der Sabbat vom Schöpfungsbericht und vom Dekalog her in der alttestamentlichen Überlieferung steht, dann ist klar, dass nur ein Vorgang von umstürzender Gewalt den Verzicht auf den Sabbat und seine Ablösung durch den ersten Tag der Woche herbeiführen konnte. Nur ein Ereignis, das sich übermächtig den Seelen einprägte, konnte eine derart ins Zentrum gehende Umgestaltung in der religiösen Kultur der Woche auslösen. Für mich ist die Feier des Herrentages, die zur christlichen Gemeinde von Anfang an gehört, einer der stärksten Beweise dafür, dass an jenem Tag Außergewöhnliches geschehen ist, die Entdeckung des leeren Grabes und die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Diese Ansicht wirft die Fragen auf: Warum erließ Gott das Sabbatgebot, schrieb es selbst auf eines der 10 Gebote auf die Steintafeln und betonte die Unveränderlichkeit? König Salomo erkannte: Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Prediger 3, Vers 14. Wenn so etwas Wichtiges wie ein Gebot aufgelöst worden wäre, hätte Gott das seinen Nachfolgern nicht mitgeteilt? Warum steht in der Bibel kein Sonntagsgebot? Weil auch auf der neuen, ewigen Erde noch Sabbat gefeiert wird. Unter der Kapitelüberschrift „Das zukünftige Heil Jerusalems“ blickt der Prophet Jesaja in die Ewigkeit. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Jesaja 66, Vers 23. Von Jesus ist die Antwort überliefert, die auch heute den Weg des Glaubens weist. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm:
Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Matthäus 19, 16 und 17. Konstantins Sonntagsgesetz. Gesetze werden von Autoritäten erlassen. Das Sabbatgebot stammt vom Schöpfer selbst. Das Sonntagsgesetz erließ der Kaiser des Römischen Reiches Konstantin am 3. März 321. Alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Konstantin gilt als großer Förderer des Christentums. Über seine Motive vermuten die Historiker. Da Konstantin mit einer radikalen Absage an alle traditionellen Formen des Staatskultes vermutlich diesen wiederum massiv gefährdet hätte, ist die Einordnung schwierig, ob die Zuwendung zum Christentum oder die Aufrechterhaltung der alten Kulte der politischen Verantwortung geschuldet ist. Diese Ambivalenz einer Zeit, in der Konstantin nach 312 den Erwartungshaltungen stadtrömischer Kreise entgegenzukommen suchte und gleichzeitig den Erwartungen der Christen entsprach, spiegelt sich auch in den von Konstantin geprägten Münzen wider. Hier ist der Kaiser häufig mit christlichen Symbolen und Elementen der antiken Götterwelt abgebildet. Die Figur des Sol Invictus beherrscht jedoch über die gesamte Regierungszeit hinweg die von Konstantin initiierten Münzprägungen. Es kann daher die Überlegung angestellt werden, ob der Kaiser nicht bis zuletzt den Sonnengott verehrte. Seriöse Historiker halten seine Bekehrung, auch jene auf dem Sterbebett, für unglaubwürdig. Eines aber ist sicher, machtpolitisch war dieses Sonntagsgesetz ein Glanzstück. Ein geeintes Reich ist ein starkes Reich. Einem Kaiser, der verschiedene Strömungen zu einen versteht, wird Respekt gezollt. Die Gegensätze zwischen Götzendienst und Verehrung des Sonnengottes auf der einen Seite und dem Christentum auf der anderen wurden abgeflacht bis aufgehoben. Aus dem heidnischen Tag der Sonne wurde der Anbetungstag der Sonne der Gerechtigkeit, Christus. Überall lagen Reformen in der Luft. Der Sonntag, bei den Heiden der Tag des Sonnengottes, wurde der Tag der Auferstehung des Herrn, an dem alle Arbeit außer der Landarbeit verboten war. Auch andere Heidenkulte konnten geschickt christianisiert werden. Bilder- und Totenverehrung zum Beispiel überlebten bis heute. Das Ende der Verfolgungen von Galerius schon 311 beschlossen und die gesellschaftliche Anerkennung des Christentums durch Konstantin 321 ließen in vielen Gläubigen die Bereitschaft für Kompromisse wachsen. Wie passen Toleranzedikt und Sonntagsgesetz zusammen? Das Sabbathalten wurde schon bald nicht mehr toleriert. Offenbar hielten viele Gläubige bis ins 4. Jahrhundert den Sabbat, sodass sich eine Kirchenversammlung, ein Konzil, damit befasste, die unter anderem über die Glaubenslehre wacht. Das Konzil von Laodicea 343 bis 381, Konstantin starb 337, legte fest: Die Christen dürfen nicht nach Judenart am Sabbat müßig sein, sondern sollen an diesem Tag arbeiten. Sie mögen den Herrentag dem Vorzug geben und als Christen ruhen, falls sie es können. Werden sie aber als Judaisierende erfunden, so seien sie von Christus ausgeschlossen. Die angedrohte Strafe ist wohl als Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft zu verstehen.
Anscheinend war es populär, den Sabbat als Tag der Schöpfungsruhe zu begehen. Wenn nun Arbeit am Sabbat angeordnet wurde, war die Fortführung dieses Brauchs unmöglich. Der Sonntag wurde als Beginn der neuen Schöpfung verstanden und nahm erst im Lauf des 4. Jahrhunderts, unterstützt durch staatliche Gesetzgebung, den Charakter eines Ruhetages an. Viele Christen feiern 2021 dieses erste Sonntagsgesetz als Geschenk christlicher Freiheit. Doch war es das wirklich? Die Ereignisse um Konstantin werden als konstantinische Wende bezeichnet. War es eine Wende zum Schöpfer und der Auslebung seines Willens? So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jeremia 6, Vers 16, Schlachter 2000. Der Sabbat wurde nicht nur für Israel gegeben, sondern auch für die ganze Welt. Schon im Paradies hatte Gott ihn den Menschen verkündet, und wie die anderen Vorschriften des Gesetzes ist es unvergänglich gültig. Von dem Gesetz, zu dem das vierte Gebot gehört, erklärt Christus: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Matthäus 5, Vers 18. Solange Himmel und Erde bestehen, wird der Sabbat immer ein Zeichen der Macht des Schöpfers sein. Und wenn auf Erden das Paradies wieder erblühen wird, dann wird auch Gottes heiliger Ruhetag von allen Bewohnern geehrt werden, die dort leben. Einen Sabbat nach dem anderen werden sie auf der gereinigten neuen Erde kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Jesaja 66, Vers 23. Das lasen wir bei E.G. Weidt, der Messias, Seite 216 und 17. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und keiner sonst. Jesaja 45, Vers 22. Anfang des 4. Jahrhunderts erließ Kaiser Konstantin eine für das ganze Römische Reich gültige Verordnung, wonach der Sonntag als öffentlicher Festtag eingesetzt wurde. Nach seiner Bekehrung blieb er ein unerschütterlicher Verehrer des Sonntags und sein heidnischer Erlass wurde im Interesse seines neuen Glaubens aufgezwungen. Doch die Ehrerbietung, die diesem Tag entgegengebracht wurde, war noch nicht ausreichend, um wahre Christen davon abzuhalten, den wahren Sabbat als den heiligen Tag des Herrn zu ehren. Ein weiterer Schritt musste unternommen werden. Der falsche Sabbat musste dem wahren gleichgestellt werden. Wenige Jahre nach dem Erlass des Dekrets von Konstantin verlieh der Bischof von Rom dem Sonntag den Titel Tag des Herrn. So wurden die Menschen dazu verleitet, ihn zu verehren, als ob er einen Grad von Heiligkeit besitzen würde. Aber noch immer wurde der wahre Sabbat gehalten. Der Tag der Sonne wurde von den heidnischen Untertanen verehrt und von Christen geachtet. Kaiser Konstantin beabsichtigte damit, die widerstreitenden Ansichten des Christentums und des Heidentums zu vereinen. E.G. Weidt, der große Konflikt, Seite 42, 43. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Prediger 12, 13 und 14. Welche Rolle spielt die katholische Kirche in der Frage Sabbat oder Sonntag?
Warum wird ein 17 Jahrhunderte alter Kaisererlass von vielen Menschen als Geschenk an die Christenheit gefeiert? Die Evangelische Kirche in Deutschland schreibt auf ihrer Webseite: Die Diskussion um den Sonntag, die heute verstärkt in Gang gekommen ist, ist dazu angetan, dass wir uns des Sinnes und der Bedeutung dieses Tages für unser Leben, für unsere Familie und für unsere Kultur wieder bewusst werden. Diesen Gedanken greift das nächste Video auf. Ist der Sabbat, unser heutiger Samstag, als Gottes Ruhetag und eines der 10 Gebote noch aktuell? Wie stehen heutige Nachfolger Christi, denen der biblische Sabbat heilig ist, zur gegenwärtigen ökumenischen Bewegung? Sei gespannt auf das dritte Video.